liebe Freunde, hier sind wir wieder mit dieser verdächtigen Person, die nennt sich Klaus Wurmstichler. Jawohl, und wir haben hier etwas gefunden, nämlich einen Grabstein. Ja, wem der wohl gehört. Wir haben ja nämlich ein Haus gefunden, das vielleicht einem Wildhüter irgendwann gehören könnte, der ein bisschen groß geraten ist. Und ja, und hier hat man seinem Lieblingshaustier, genannt Seidenschnabel, einen kleinen Grabstein gesetzt. Finde ich ein netter Gag am Rande sozusagen von den Entwicklern hier. Hier sind auch die Riesenkürbisse. Und hier noch wieder Schäfchen. Was liegt denn das Huhn hier mitten am Weg? Ja, ja, jetzt hier beschwer dich nicht. So. Ich laufe über diese Schafe rum. So, ich bin auf dem Weg zurück zum Schloss eigentlich. Da habe ich aber hier dieses... ja, Gebäude gesehen. Da ich gehört habe, da würde man etwas Spezielles finden. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Hier ist auch eine. Ah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Muss ich das Malvenkraut wieder rumstreuen. Ah. Das machen wir jetzt nicht. Latschen wir lieber ein bisschen durch den Wald. Und schauen uns hier noch ein bisschen um. Ah ja, da oben könnten wir eigentlich... genau, das wäre ein schöner Aufstieg oder beziehungsweise ein schöner Einstieg ins Schloss. Mal von einem anderen Weg hier. Muss ja nicht einmal alles Schnellreise und so weiter sein. So, außerdem... und komm, Klaus, du bist sportlich. Streng dich mal ein bisschen an. So. Später, wenn du nur rumfliegen und sowas, das macht ja, hält ja auch nicht fit. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ach, ja, ich freue mich auch. Ah, hier sind diese Miniere, die ich mal gesehen habe. Das hat aber wahrscheinlich gar nichts zu bedeuten. Okay, dann gehen wir mal durch einen schönen langen Gang hier auf dieser Brücke. Die kennt man ja auch. Da hat man auch einen schönen Ausblick auf den Eulenturm. Knarrt auch schön. Oh, da sitzt auch ein Eulchen. Hallo, Eulchen. Das sieht echt cool aus. Das nenne ich mal ein Pendel. Ums. Okay, dann warten wir. Wir müssen diese Mission hier auch mal abschließen. Wenn das Ding mal runterfällt. Eieiei. So, ach, da ist er ja. Und? Man will gar nicht interagieren. Harry Pippin hat mich mit diesem Wundreinigungstrank. Aber Nelly Oxbeyer will interagieren. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihnen. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Bei jedem Schrank? Das könnte lange dauern. Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht. Ah, jetzt? Oh. Jetzt wird er interagieren, okay? was weiß ich? Machen wir nochmal diese Übungspuppe, oder was? Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird Idee. Es etwas anspruchsvoller. Bereit? Ja, dafür bin das ich hier. Das wäre genial. Wunderbar, ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ach ja, wir müssen uns hier wieder
Vorbereiten. Was haben wir denn hier? Das können wir mal noch aufnehmen. Wir müssen es ja jetzt hier nicht verstecken irgendwie. Und den Rest, ja, mehr haben wir ja eh nicht. Incendio! Akio! Incendio! Levioso! Sehr schön! Und das war alles? Ah, jetzt habe ich nochmal hier. Okay. Du schaffst es. Ach so, ja, mein Gott. Auf. Ich kann nicht überall hingucken. Legioso. Oh, noch ein Cooldown. Ach, ne? Hier. Beim nächsten Mal. Aha. Interessant. Okay. So. Levioso. Akio. Incendio. Rums. Noch eine Runde. Ja. Okay, ich wollte es ja so. Akio. Incendio. Levioso. Akio. Incendio. Sehr gut gemacht. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Na, mit dem Zauberstab in der Hand war schon mal gut. Ja. Danke, es war für deine nur eine Puppe letztendlich, aber danke für deine Hilfe, Sabo. Danke, Luke. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Ganz bestimmt. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ja. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Genau, die Puppen werden sich beim nächsten Mal überlegen, wenn sie mich angreifen wollen. Ja. Oh, dafür kriegen wir so viel Erfahrungspunkte. Hier ist das ein Witz, oder? Naja, gut. Gut, dann haben wir das auch. So, was haben wir als nächstes auf dem Zettel? Wir müssen aber ein bisschen Herausforderung abarbeiten. Schlawims. Professor Hackett müssen wir jetzt besuchen. Jo. Das wäre jetzt das nächste. Wie ihr seht, habe ich mich auch nochmal umgezogen. Ich dachte, wir nehmen mal wieder ein bisschen ein anderes Outfit. Das ist ja mal ein bisschen. Finde mal ein bisschen mehr Ton und Ton, und wir haben schon diesen schönen Eulenschal ja bekommen für diese letzte Mission im Eulenturm. Den finde ich nämlich auch noch ganz cool. So. Also muss ich hier nochmal was machen? Gegen gegnerischen Angriffen? Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Mir so eine Meinung aus. Bereit für deine große Chance? Ja. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Die Nazi hat mir schon mal. Könnt ihr mal diesen Sebastian Sallow ausprobieren? Ich denke mal, der hat so ein bisschen so einen Hang zur dunklen Magie, glaube ich. Das ist so ein Slytherin. Ja, man muss mal aufpassen. Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Welchen Sieg? Meisterschaftsrunde. Okay. Hier, die können wir nehmen. Okay. Incendio.
Protego! Oh, in dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Protego! Stufe! Incendio! Protego! Legioso! Protego! Das war's mit meiner Wette. Incendio! Legioso! Legioso! Protego! Versuchst du es nochmal? Nee. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nicht jetzt. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Ja, wie schön. Lustig synchronisiert ist, ja. Aber ich denke mal, uns fehlt, glaube ich, hier noch irgendein Zauber. Deshalb Expelliarmus wahrscheinlich. Können wir das hier gar nicht gewinnen. Achso, ja, das hatten wir schon. Aber wir haben eigentlich auch die Aufgabe abgeschlossen, denke ich mal, die wir von für die Professor Hackett brauchen, ne? Genau, da braucht man nämlich 10-mal Rolle oder irgendwie sowas. Das ist hier jetzt hier gar nicht mehr offen. Das ist hier die dritte Runde, okay, aber das können wir erst machen, wenn wir hier das, glaube ich, diesen Zauber noch gelernt haben. Gut, dann werden wir uns das erstmal schnappen. Und danach hier nochmal uns weiter streiten mit den Kerlen hier und dem Mädel. Und dann gibt's auf die Mütze, sage ich euch. So. Und schon ganz andere vermöbelt hier. Was? Hieß schon wieder. Oh, nee. Lästiger Vogel, ey. Dass sie den nicht schon längst gebannt haben. So, aus dem Weg, ich bin Zauberer. Ich ging mal einfach. Draußen. Was? Aus dem Weg gegangen. So. Dann hüpfen wir mal schnell hier runter. Hui! So. Ups. Was geht wieder Unterricht? Erwarte! Ja, diese Streber. Oh, der Unterricht ging mal wieder. Verging wieder wie im Fluge, die 15 Stunden. So. So, ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Natürlich. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Was? Hui. Oh Gott. Gut. Ich hätte die 12 Espresso nicht trinken sollen. Na gut, dann starten wir mal. Also, ich war noch nicht bereit. Ich muss mich auch bewegen, glaube ich, ne? Ja. Hä? Mach ich ihn da? Okay. Gute Arbeit.
Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Okay, wunderbar, haben wir das auch aktualisiert. Was war das dann eben noch für eine Aktion? Irgendeine Aufgabe? Können wir noch irgendwas interagieren? Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Ach so. Hä? Was ist denn die Frage? Okay. Haben Sie eigentlich auch Hogwarts besucht? Ja. Ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw, so wie Sie. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ist mir nicht aufgefallen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Oh. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Unfug? Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste nicht, dass Sie und Professor Black hier zur selben Zeit Schüler waren. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Von der Zeit? So etwas hätte ich mir nie träumen lassen. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat... Wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das konnten Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Nein, hier doch nicht. Unfug. Also, die hat eben in der Mysteriumsabteilung gearbeitet. Okay, eine Unsägliche. Interessant. So haben wir den denn jetzt hier. Jetzt legen wir die mal so ein bisschen anders. Mal sehen. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Oder man mich von der Puppe. Incendio. Accio. Na? Expelliarmus. Sie üben wohl noch. Nee, ich lese hier die Zeitung. Mein Gott, was mache ich denn? Okay, ich gehe. So. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Hallo. Es gibt übrigens, glaube ich, jetzt einen Mod, habe ich gelesen, wo man das ausschalten kann, dass sie einen ständig anquatscht. Weil es wohl ein paar Leute gibt, die das stört. Ja, ne, es ist manchmal alles auch irgendwie lustig. Aber es gibt wohl wirklich Leute, die das extrem nervt. Aber gut, es gibt ja hier für alles mögliche Mods. Ist auch gar nicht so schlecht, wenn die Leute kreativ in hier sowas noch einbauen, aber momentan, ich will mit froh, wenn das Spiel stabil läuft, da will ich mich noch mit irgendwelchen Mods mich belasten. Und so schlimm ist es ja auch wieder nicht, aber es ist auch, manchmal erschreckt man sich auch einfach, wenn jemand so angequatscht wird, aber irgendwie, naja, ist auch lustig synchronisiert. Ich meine, die müssten extra jemanden holen, der im Studio sitzt und dann sagt, hallo, was planen Sie heute? Und das 25.000 Mal oder so. In verschiedensten Variationen. Gut, so, dann haben wir das also auch. Dann können wir jetzt auch Expelliarmus. So, was haben wir denn von den Aufträgen? Das war ja... Ah ja, das brauchen wir ja für diese Spinnengeschichte mit Jackdaw im verbotenen Wald. Ja, und das hier... Gut. Da müssen wir uns irgendwann eine Tauchausrüstung besorgen für den Quatsch hier. Da müssen wir ja noch dädalische Schlüssel suchen. Wir müssen eine Hausmarke, eine Hausmarke in die Haustruhe legen. Okay. Das können wir natürlich mal schnell machen.
So, markiere ich mal, bevor ich mich hier wieder verlaufe. So, eigentlich läuft es auch gar nicht mehr so schlecht. Es gab ja auch nochmal ein Update am Wochenende. Ich habe jetzt einige Einstellungen sogar wieder auf sehr hoch gestellt. Von der Qualität her. Macht jetzt so keinen ruckeligen Eindruck oder so. Sieht teilweise sogar noch was besser aus, habe ich das Gefühl, bei einigen Sachen. Gut, hier diese Texturen der Pflanzen sind immer noch so ein bisschen zweidimensional, aber okay. Es lädt auch relativ fix, muss man sagen. Das Spiel lädt ja immer, wenn man hier durch eine Tür geht, den Raum da hinten neu. Ist aber so ohne großartige Ruckler, muss man sagen. Auch hier so die Optik sieht auch gut aus. Retracing habe ich ausgestellt. Ob das jetzt hier ein bisschen spiegelt im Boden oder nicht, ist eigentlich komplett Wumpe. Das macht das Spiel nur langsamer. Aber ich kann jetzt so gerade nicht meckern hier irgendwie. Der läuft da immer hier rum, oder? Kann mich immer noch nicht so satt sehen an dem Ganzen hier. Ja, gut. Wir lassen uns nicht ablenken. Wir haben Ziele. So, jetzt haben wir es gerade ein bisschen geruckelt, weil er hier viele Leute auf der Treppe hat wahrscheinlich. Hier haben wir noch ein... Wo ist denn die Tür? Ach, hier haben wir ja noch ein Türrätsel. Was ist denn das andere? Ach, da drüben. Was haben wir denn da? 1 und 8. Also 8 ist ja das 8-Bein, also die Spinne. Dann haben wir also 9. Dann brauchen wir noch die 4. Ist dann dieses... was ist das? Ich kann sogar nicht erkennen, also wie das... warum man das in Gold gemacht hat, das glänzt für mich zu sehr. Das ist das obere Fragezeichen. Entschuldigung. Mit dem Besen. Das Ding? Hm. Oder? 3, 4. Ja, ich glaube, dieses komische Ding ist das. Und unten haben wir die dreiköpfige Hydra, also die 3 und die 13 sind 16, also brauche ich hier die 5, das ist dieses, ja, komische Dingsbums hier, was immer das wieder ist hier. Oh, verklickt. Wo ist es denn jetzt? Da, das... was immer das genau ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann damit immer sprechen. Ich bin schon 3 Spiele aufgenommen. Jetzt kann ich nicht mehr labern. So, okay. Rabimsel! Und die Tür ist auf. Jetzt haben wir hier irgendeine Besenkammer. Toll. Mhm. Dann hat er sein Rasierzeug reingestellt und eine alte Badewanne. Blaue Vieraugenbrille. Aha. Regal mit Totenkopf und Kerzen. Okay. Das kann man hier immer gebrauchen. Na gut. Warum nicht? Eine Vieraugenbrille? Hallo? Der guckt mich auch mal so kritisch an. Okay. Das andere ist eher so Ausstattung für den... für unseren Raum der Wünsche, wenn wir den mal finden. Dann können wir da so ein...
Das finde ich auch cool. Das möchte ich auch mal an einer Haustür haben, sowas. Habt ihr euch verstritten oder warum steht ihr da so komisch? Ja. Keine Ahnung. Manche Leute. So. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Oha, viel mehr, wie es aussieht. Sieht doch noch aus. Die sieht aber, das ist aber ein verdammt großes Symbol, okay. Sind denn die restlichen Hausmarken? Ja, total einfach, super. Oh, hallo. Wie sind wir hier unser? Sind wir mal ein Geist hier? Also fast, irgendwie. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ganz genau. Hier scheint auf jeden Fall so ein Ding nicht zu sein, aber gut. Müssen wir dann sehen. So. Dann haben wir das auch geschafft. Was haben wir da jetzt für eine großartige neue Brille bekommen? Ja, aber keine besseren Werte. Rahmenlose getönte Brille? Nee. Blaue. Doch, die ist besser. Das haben wir bisher. Oh, die hat aber sehr viele Verteidigungspunkte. Da haben wir 97 statt. Die sieht sehr interessant aus, falls mal von der Seite die Sonne kommt. Ja, es ist wohl auch nicht bekloppt, als er sonst hat. Ich meine, das Outfit finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Wir können dann natürlich noch mal so ein bisschen toppen, indem wir so mal einen passenden Hut dazu nehmen. Dann wird es schon wieder ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Wir haben ja auch noch diesen tollen Helm. Das sieht so bescheuert aus. das können wir dann fürs nächste Rennspiel nehmen oder sowas. Da. Vielleicht gibt es ja sowas. Gladiatorenwettkämpfe oder so. Ich weiß nicht. Sehr merkwürdig. Naja. Dann machen wir lieber hier unsere Matschkap hier wieder auf. Und die Brille lasse ich mal. Warum nicht? So, was haben wir hier wieder Neues? So, das ist eine kleine Tränkestation und das hier ein Pflanztisch. So, das können wir dann, wenn wir den Raum der Wünsche mal haben, dort platzieren und dann immer so viel Zeug da drauf anbauen, wie wir wollen. Wir müssen ja auch unsere Tränkevorräte und sowas da dann dort auffüllen. Und hier haben wir dann ein cooles Regal mit Totenkopf drauf. Und das sind so Ziergeschichten, denke ich mal. Genau wie Teppiche und sowas. Also den Raum der Wünsche kann man sich ja eine Fupa-Statue so ausstatten, wie man möchte. Wie man sieht, gibt es hier reichlich Zeug dafür. Oh je. Da ist ja nie fertig. Meine Güte. So, ansonsten haben wir hier das meiste. Wir sind Stufe 17. Mal gespannt, wann wir hier mal mit den Talenten anfangen können. So, ist da das hier nochmal? Hauch von Liebe? Dann haben wir noch dieses Akio-Duell-Spiel. Okay, das sind also Nebenquests. Und hier Jack Dawes Geschichte im verbotenen Wald. Das werden wir wahrscheinlich dann nachts machen. Vermute ich doch mal sehr stark. Und dann können wir bis dahin noch was von diesen anderen Sachen machen. Ja gut, die dedalischen Schlüssel. Das kommt dann mit der Zeit. Das sind 16. Da ist, eine Karte. Das scheint doch ganz interessant zu sein, was das hier ist. Dann können wir das... Akio-Duellbrett. Was soll ich da machen? Usama. Ja.
können wir ja mal gucken. Was? Hat irgendeiner was gesagt? Oh, okay. Soll das jetzt hier geben? Das ist wie so ein altes Spiel. Hallo, Leander Purit. Was machst du denn hier draußen? Wie findest du meine neue Brille? Zu einem Akio-Duell herausfordern. Mit dir los. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Aha. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Ich schau mich an, ich habe jeden Härtetest schon durch. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Der so rumläuft. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Also um dieses Bällchen wieder. Ah. Aus dem Handgelenk. Die haben schon echt aufregende Sachen, die hier machen, um sich zu beschäftigen. Ja. Akio. Ups. Oh. Okay, der Ball kann rausfliegen. Das ging ein bisschen daneben. Akio. Das wusste ich nicht, aber jetzt. Gut, ich war ja auch schon immer gut im Billard. Also das eine Mal, wo ich das gespielt habe. Ein Kinderspiel. Pff, Angeber. Akio. Okay, das war gar nicht mal so gut. Du bist mir einfach nicht gewachsen. Akio. Okay. Ja, der hat doch geheimlich geübt. Übertriff das mal. Oh, naja. Ja, immerhin ist es nicht weggeflogen. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Habe ich etwa gewonnen? Oh ja! Das. Ja. Gut. Haha, wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Na gut. Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Haha. Ist immer diese Gryffindors hier. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Hm. Akio. Hm. Und klar rollt er weiter. Aus dem Handgelenk. Kriegst gleich einen Baumstamm im Kopf aus dem Handgelenk. Hm. Akio. Da war ich ein bisschen zu zaghaft. Shit, okay. Akio. Okay, bleibt die liegen? Ja. Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel? Na, warte. Zeig dir gleich, was ein Kinderspiel ist. Akio. Schade, ich dachte, die Runde lasse ich dir. Noch ein Akio. Stück weiter. Bup, okay. Übertriff das mal. Glückstreffer. Unentschieden. Immerhin nicht verloren. Gleichstand. Okay, okay. Haha, wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Nee, das reicht jetzt aber auch. Vielleicht lieber ein andermal. Kann ich verstehen. Komm doch später wieder, wenn du es mit jemandem von meinem Talent aufnehmen kannst. Tolles Talent. Du kannst Kugeln über ein Brett schieben. Ha, ha, ha. Oh was. Warte mal ab, bis ich mal einen Besen kriege. Na, naja, gut. Bis dahin.
Dauert es noch ein bisschen. Das ist immer schön am Fenster hier. Cool. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier mit Klaus Wurmstichler, der jetzt nochmal 6 Stunden lang Akio üben wird. Und in der Zeit gucke ich mir hier nochmal die Fenster an. Ja, vielleicht ziehen wir uns auch nochmal um, man weiß es nicht. Wir haben ja viele Möglichkeiten hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Oh, mein Lichtzauber.